Und weiter. Und weiter, das ist genau unser Motto. Und da können wir nochmal untersuchen. Das ist ziemlich viel Feuerkraft. Ziemlich viel Feuerkraft. Na, das hatten wir, glaube ich, in der letzten Folge auch schon. Und hier ist ja noch mein Kerl jetzt, diesmal mit D'Artagnan-Bart oder Athos und Aramis. So, von da sind wir ja gekommen. Und wir müssen eigentlich hier weiter, ne? Wenn man nicht alles täuscht, kommen wir da einfach so rüber? Oh, da sind aber eine Menge Gegner auf jeden Fall, die uns hier entgegenstehen. Werden wir wohl das Doppelklingen-Lichtschwert holen und dann mal gucken. Der hat natürlich wieder den Falschen mir gepackt. Da wollte ich mich nicht packen lassen. Oh, das war gut. Dann machen wir es so. Dann kümmern wir uns um die Druiden. Kann ihn nicht verfolgen. Oh. Eieieiei. Systeme fallen aus. Okay. Ah, wir nehmen mal ein. Feind verwendet Stims. Oh, ey. Was für eine Reichweite die haben. Ist nicht schön. Oh. Aber das war gut. Das war gut. Und der Robby wird ihn jetzt mal hier ein bisschen auf unsere Seite holen. Oh mein Gott, jetzt können wir nachsetzen, nachsetzen. Jawohl, sehr geil. Oh shit. Ich sehe sie, BD. Okay, den Panzerfaust-Typen haben wir schon mal. Boah, drei sind mies. Doch, Unterstützung! Okay, die haben wir erstmal weg. So. Wirst du aber! Unser Kerl, der hat schon drauf. Oh shit. Okay, er muss nachladen. Oh, jetzt. Oh mein Gott. Du Ratte. Hey, hey, hey. Hey. Jetzt wird's hart. Hier oben. Wie viele Gegner sind denn hier? Das ist doch unglaublich. Er geht in seine eigene in seine eigene Mine, der Trottel. Scanner ist aufgefallen. Oh mein Gott. Alles klar. Jetzt ist aber Ruhe hier. Da kommen noch mehr. Ey, seid ihr denn verrückt oder was? Oh mein Gott. Da wird ja immer mehr. Okay, jetzt aber ja. Ach, Jemini. Ich muss weg. Oh mein Gott.
Stim, stim, stim. Alter. Komm schon, auf ihn! Oh. Hilf mir bitte! Greif mich hier unten! Hey! Wie ich ihn einfach beide Arme abgeschlagen habe. Schau mal! Jetzt tritt da nach mir. Sau! Au! Ah, ich muss mal, ich glaube, ich schnellere Variante. Sag mal. Alter! Jetzt nur du und ich und Karlox, Konnichiwa. Au. Wie er tritt. Und dann haben wir ihn geteilt. So. Das war der letzte. Oh mein Gott, da müssen wir mal einen Arm ausschütteln. Halleluja. Karlox, ich hoffe, es geht dir gut. Ey, wir haben alle unsere Stims verballert. Oh mein Goodness. Ich gucke gerade nicht, dass hier noch irgendwas ist, ne? Wir hätten eine ich glaube, mit dem Fahrstuhl müssen wir sowieso nach oben. Na toll. Nein! Da oben kommt man so nicht hin, ne? Nö, dann einfach weiter. Wahrscheinlich kommt jetzt nochmal so ein Schwunggegner und dann sind wir sowas von am Arsch. Was sage ich? Rede mit dem Sturmtruppler. Ich lasse niemanden durch. Ich habe gesehen, was du mit den anderen gemacht hast, Jedi-Abschaum. Aber bei mir gelingt dir das nicht. Selbst deine Zauberei kommt nicht durch 15 cm imperiales Stahlglas. Deine Zauberei. Die Kulturwerte zeigen an, dass wir völlig sicher. Du solltest die Tür öffnen. Ich sollte was? Das ist eine Inspektion. Du hast Befehl, mich durchzulassen. Das ist eine Inspektion. Ich habe Befehl, sie durchzulassen. Entschuldigen Sie die Verzögerung, Sir. Sie werden feststellen, dass alles nach Vorschrift ist. Hoffentlich. Der Druide. Konnichiwa! Sagt dazu mal etwa gar nichts. Hält sie nicht davon ab, die Galaxis zu erobern. Yes, da, mein lieber Konnichiwa. Einen wunderschönen guten Abend. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hatte gerade durch das Update, aber es läuft tatsächlich flüssiger. Also ich habe so das Gefühl, ich habe jetzt viel mehr Frames als vor dem Patch. Aber der Patch, der kam erst gerade, ne? Und hat mich jetzt mal 1,5 Stunden Streamtime gekostet. So. Kriegen wir das da hinten? Nein! Nochmal. Wie kann ich denn jetzt nochmal schießen? Schieß.
Okay. Das war knapp. Da tappelt der nach vorne. Bleib nicht zurück. Servus, mein Lieber. Und Kalox. Schön, dass ihr da seid. Freut mich sehr. Die müssen wir öffnen. Abkürzung freigeschaltet. Nice. Jetzt bräuchten wir nur einen Meditationspunkt. Das wäre ganz cool. Das sieht so irgendwie aus, als ob man da lang könnte. Als wäre das noch so eine kleine Option. Das wäre der reguläre Weg, ne? Geradeaus, das kann jeder. Wir können ja mal kurz gucken. Oh ja, oh ja, oh ja. Da vorne ist eine Kiste. Die gönnen wir uns. Lauf RSKF 44. Oh, da haben wir auch noch mal. Ja, will er nicht? Okay, anscheinend ist er schon. Komme ich da hoch? Das ist jetzt die viel wichtigere Frage. Ja, komme ich. Oh mein Gott, habe ich mich erschrocken. Der Jedi, mach dich bereit für den Tod. Ah! Rick, der Türtechniker. Ach du liebe Zeit, das ist auch noch ein Boss. Ich brauche nur einen Treffer. Was? Boss besiegt. Rick, der Türtechniker. Liegt da. Ein Schlag, Alter. Oh mein Gott. Ich glaube, das war irgendein Joke von den Entwicklern. Rick, der Türtechniker. Was ist das für ein Bossname, ey? Ich weiß. Aber wen hättest du gerne als Gewinner? Rancor oder einen Gundark? Kann ich einen Stim kriegen? Komm, also, das ist mein letzter Stim, okay. Ne? Okay, das ist hoch. Aber den musste ich jetzt nehmen. Ich hoffe, wir kriegen gleich die Chance, uns frisch zu machen. Gipfelkamm auf Kobo. Ah, es läuft echt smoother. Wenn wir auch noch von Abstürzen jetzt verschont bleiben, dann unten. Ist das doch super. Wir sind so weit gekommen. Oh, die Kameraeinstellung ist ja nice. Wow, das sieht echt beeindruckend aus. Und da vorne ist ein Meditationspunkt. Ich überlege gerade, ob es hier irgendwie was gibt, was man dann vielleicht noch holen könnte, aber es sieht nicht danach aus. Nu? Ah! Gar nicht gesehen. Das ist natürlich eine ganz feine Sache. Dann ich kann muss mich man konzentrieren. Gott sei Dank uns wieder fertig machen hier. So, hier vorne haben wir ein Echo. Oh, was für eine Aussicht. Es hätte dir gefallen, Shanna. Ende der Reise. Nachdem eine Prospektorin auf der Suche nach Schätzen endlich den Berggipfel erreicht hat, genießt sie die Aussicht und denkt über ihre Reise nach. Boat, wir sind unterwegs zum Observatorium.
Bin schon unterwegs. Mehr Priorit. Wie viel kriegen wir wohl bei Doma dafür? Priorit, sehr nice. Oh. Abkürzung freigeschaltet. Okay, dann können wir... Ist das jetzt der ganze Berg wieder runter? Oh, das ist eine Gondelfahrt, ne? Wie geil ist das denn? Oh, wir sind an den Vorgebirgswasserfällen. Okay, nice. Jetzt sag mir ja nicht, ich muss den ganzen Weg nochmal laufen. Nein, nein, nein. Okay. Oh mein Gott. Und das ist ja keine Abkürzung, ne? Da flattern die Haare. Hier die Aussicht. Richtig cool. Warum flackert denn das so? Jetzt geht's nach oben. Den kompletten Berg nochmal hoch. Alles klar, sehr gut. Da kommen wir auf jeden Fall sehr schnell wieder nach unten, ne? So. Ah, ich lasse mich nochmal fallen. Ich will nochmal lieber hier in die Ecken gucken. Dass hier irgendwas Feines noch liegt, aber es sieht nicht so aus. Hui, da geht's aber ab. Jetzt geht es. Nicht nachlassen. Ich gebe dir Deckung aus der Luft. Boot. Hat alles unter Kontrolle. Irgendwas Interessantes? Da können wir was scannen. Gute Arbeit, BD. Forschung in großer Höhe. Diese republikanischen Geräte dienen zur Messung von einzigartigen Mustern des Atmosphärendrucks von Kobo. Ihre Verbindungsmechanismen ermöglichen die Bündelung von Instrumenten und den Einsatz bei widrigen Wetterverhältnissen. Cool. Sehen modifiziert aus. Wahrscheinlich für diese Höhe. Okay. Was ist denn das hier? Die Frage ist nur, was muss ich jetzt machen? Wo muss ich lang? Ich glaube, wenn ich einen zweiten nehme, dann platzt er, ne? Ja. So, jetzt ist die Frage, kommen wir da hoch? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich würde jetzt einfach mal den geraden Weg versuchen. Einfach mal so. So, da vorne haben wir auf jeden Fall auch was, wo wir uns festhalten können. Wir könnten natürlich auch hier hoch. Aber hier will er nicht, ne? Oh Mann, was mach ich denn da? Ich muss den natürlich schubsen. Wir gucken jetzt mal hier. Okay, hier haben wir so einen Samen gefunden. Aber ansonsten ist hier nichts, ne? Dann würde ich tatsächlich nochmal zurück und auf die andere Seite. Da ist auch so ein Vogel, ne? Ja, hier was Schönes.
Okay, zumindest hier ein Datendisk sogar. Der Vogel bringt uns wahrscheinlich sowieso nur wieder bis hierhin. Alles klar. Okay, dann machen wir das ganze Spiel nochmal. Ach je. Ich glaube, kommen wir ran, ja, ne? Sehr gut. Da fehlt uns nämlich noch ein Puzzlestück. Das wäre sonst zu weit gewesen, ne? Ey, hinten, wie die da am Ballern sind. Pass da draußen auf dich auf, Kerl. Raider und Imperiale gehen sich gegenseitig an die Kehle. Damit werden wir fertig. Versuch Dagon zu finden. Roger. Okay, hier gibt's augenscheinlich nichts. Wo müssen wir denn jetzt lang? Oh Gott. Na, bin ich mal gespannt. Das schaffen wir doch niemals. Ach, da vorne ist so eine kleine Boje. Oh Mann. Und zack. Sehr gut. Haben wir's doch. Ui, den hat's aber erwischt und... Die Raiders waren schon hier. Hier müssten wir das irgendwie mit so einem Plasma wieder abbrennen. Dann mal gucken, ob wir was finden. Was ist denn los? Warum kann ich hier hoch? Hier wird irgendwo wird hier geballert. Ach, wir kommen hier rein. Okay, noch geiler. Die Tür ist von der anderen Seite verschlossen. Den brauchen wir, ne? Ah, ich glaube, wir können mit BD können wir da durchschießen, ne? Gute Arbeit. Machen wir uns auf den Weg nach oben. Und jetzt können wir von oben, natürlich. Da waren wir doch gerade. Wo ist die Lücke? Ach, da vorne. Schwer zu sehen. Hier ist das Loch. Jetzt kommen wir rein. Tür auf. Und... Ach ja, genau. Und jetzt können wir ja quasi mit dem anderen Zeug, das hier... Oh, immer das gleiche, ne? Ich drücke dann immer die linke Maustaste, anstatt ich Amateur 2 zu drücken. Alles wegbrennen hier von dem Zeug. Aber das können wir nicht wegmachen. So, und jetzt können wir den mitnehmen. Und ich denke mal, dass wir auf die andere Seite müssen. Einmal mit Profis. Ja, den Fehler, den ich mache, ich lasse es fallen, anstatt das wegzuschubsen.
Jetzt aber schubsen. Hoffentlich bist du einsatzbereit. Sieht nach einem großen Feuergefecht aus. Okay. Wir schaffen das. Profi, ich würde sehr gerne dir zuschauen, aber ich will mir nicht spoilern. Will auch keine Pupsnase sein. Checken war. Vielen lieben Dank, dass du hier vorbeischaust. Sieh dir das an. Aber kann ich komplett verstehen mit dem Spoilern. Habe ich ja beim Katzenhirsch auch gemacht, ne? Der war ja schon ziemlich weit und ich dachte, oh. Jede Sekunde, die ich gucke, ist zu viel. Was haben wir denn hier? Unberechenbarer Staub. Einige Wissenschaftler der Republik glaubten, dass der destabilisierte Kobo-Staub ein enormes Energiepotenzial birgt. Experimente in der Mondanlage hatten bereits großartige Resultate gebracht, die es wert waren, unbedingt fortgeführt zu werden. Und dann gehen wir mal nach oben, schauen mal, was hier los ist. Schon mal auf alles bereit machen hier. Und hier haben wir einen Meditationspunkt. Den sollten wir auf jeden Fall nehmen. Observatoriumsunterbau. Fähigkeiten und so weiter können wir noch nicht machen. Und dann werden wir jetzt gucken. Ich meine, der Punkt wird nicht umsonst hier sein, ne? Ich bin gespannt, was jetzt gleich auf uns zukommt.